Ach, der Solarpark, der war wie in Planung schon gehabt, vor 13 Jahren. 2007 habe ich das schon in Sinn gehabt, dass ich einen Solarpark baue. Und die Genehmigung habe ich auch schnell gehabt von der Gemeinde. Und 2010 war das so ein Traum gekommen, hätte man auch gebaut, aber da habe ich ein wenig ein Problem gehabt. Da haben wir einen Bürgerentscheid reingehauen vor dem Bau. So, dann ist das zugestellt worden. Dann ist auf Ackerflächen aufwärmen nicht mehr gegangen, weil die CSU-Fraktion in Berlin hat es unterbunden auf Ackerflächen. Und seit 3 Jahren geht es jetzt wieder auf Ackerflächen und im benachteiligten Gebiet. Und dann bin ich mit Abdi in Gespräch gekommen. Gut, dann geht es auch erstens um den Preis ein wenig. Das muss ja auch tragen. Das wird auch für mich ein Geschäft sein, für den Abdi ein Geschäft sein. Und so haben wir noch verblieben. Und letztes Jahr ist er gebaut worden. Verhältnismäßig auf 4 Monate ist er dort gestanden und ist er gelaufen dort. Also ich bin der Abdi, komme auch aus Hebertsfein und eigentlich in der Nachbarschaft der Enten aufgewachsen auf dem Hof. Und wir kennen uns seit dem 8. Lebensjahr, glaube ich, siebten. Ja. Und bei mir ist er auf einem Mähdreschern gesetzt, als kleiner Bub. Dann habe ich ihm schon die Landwirtschaft beigebracht, wie das geht. Und ich war damals schon so fasziniert von der Landwirtschaft. Und dann ist ja auch so, du gehst nicht jeden Investor, du gibst dir nicht trauen. Ja, wie ich dann mitgekriegt habe, dass der Walter einen Solarpark geplant hat, ja, dann haben wir gedacht, Mensch, das müssen wir miteinander tun. Gell? Und so sind wir zusammengekommen. Und mich macht das jetzt auch freut, dass der Solarpark da steht. Ich wollte schon immer, dass aus dem Acker grün wird. Dann kann sich der Boden die nächsten 20, 30 Jahre erholen. Das ist eine Gesundung vom Boden. Der kann sich richtig entwickeln wieder. Auch die Streuobstwiesen schauen gut aus jetzt schon. Die tragen praktisch das erste Jahr, haben wir schon Früchte dran. Dann werden wir später mal Schnaps brennen müssen. Ja, das kriegen wir, glaube ich, nicht. Und das ist schon ein riesiger Vorteil, wenn, sagen wir mal, aus Ackerflächen einfach richtig begrünt wird. Einfach. Das ist einfach, ich finde, das ist gut. Ich finde einfach, dass ein Solarpark, wenn die in die Landschaft ein wenig reinpasst und wenn alles schön begrünt ist, dass der verhältnismäßig gut ausschaut, umweltschonend, weil er nicht raucht, nicht stickt und kein Lärm macht. Muss man auch einmal sagen. Ne? Weil wenn du heute eine Biogasanlage dort hast, da wird Tag und Nacht gefahren mit den Fahrzeugen und alles, und da hast du deine Ruhe einfach mit einem Solarpark. Da habe ich den Sonnenschein, da kommen einfach die KW runter, wie man es haben möchte. Ich darf schon sagen, wenn die Landwirte bereit sind, dann haben so Flächen, die wollen es machen. Du gehst kein Risiko nicht ein. Das ist einfach so. Weil es kommt jeden Tag, wenn der Sonne scheint, da kommt der Geld runter, dann kann so ein Investor im Prinzip gar nicht pleite gehen. Ja, das muss man so sagen.